Okay, dann gehen wir jetzt mal weiter. There's just one switch. So, ich guck mal kurz. Müsste der jetzt hier gehen? Nein. Wir können nur Hallo sagen. This is Toriel. Hello, my child. Sorry, I do not have much to say. It was nice to hear your voice, though. Click. Gut, dann suchen wir mal den einen Switch. Hier ist schon mal keiner. Wir werden nur angegriffen. Wieder mal von Migosp, der mal wieder Modsmall dabei hat. You lie immobile with Modsmall. Understand the world better. Das ist jetzt nicht so gefährlich. Cha-cha-cha, ja. Und Sperr. Gut. Hier steckt irgendwas im Boden. Es ist ein Vegetoid. Came out of the earth. Act. Vegetoid. Check. Vegetoid. Attack 6. Defense 6. Serving size 1 monster. Not monitored by the USDA. Das ist, glaube ich, sowas wie die das amerikanische Ernährungsinstitut. Oder Ernährungsdepartment. Fresh Morning Taste. Ja, und es bewirft uns mit Obst und Gemüse. It smells like steamed carrots and peas. Oder Peas. Oder wie auch immer Erbsen auf Englisch heißen. Vegetoid. Talk. Plants can't talk, dummy. Wow, deswegen musst du uns nicht gleich mit Karotten beschießen. Vegetoid gave a mysterious smile. Vegetoid. Dinner. You pet your stomach. Vegetoid offers a healthy meal. Eat your greens. Wow. Mister, ist das Grün vorbeigegangen. Vegetoid. Dinner. Das ist übrigens jetzt eine neue Spielmechanik mit grünen Sachen. Denn alles, was grün ist, können wir aufsammeln. Das heilt uns. So, jetzt können wir Vegetoid sparen und kriegen 6 Gold. So, als nächstes das Loch hier. You found a faded ribbon. Können wir uns gleich mal ansehen. Faded ribbon. Faded ribbon, armor defense 3. If you are cuter, monsters won't hit you as hard. Ja, wenn wir... Ist ja nicht klar, was für ein Geschlecht Hans hat. Auch wenn wir ihn jetzt Hans genannt haben. Könnte auch ein Mädchen sein, das jetzt Hans heißt. Ja... Aber Hans mit der Schleife. Ist toll, oder? Oh, der Switch. Und wir können immer noch nicht. Ich weiß nämlich nicht... Wenn, dann kann ich ihn gleich betätigen, oder? So. Lux, du mir. Act, Lux, check. Lux, attack 6, defense 6. Don't pick on him. Family name, Eyewalker. Please don't pick on me. Au. Au. Das war jetzt keine Absicht. Lux is staring at to you. Okay, don't pick on. Finally someone gets it. Wow. Und Mercy. 5 Gold. So, hier haben wir Napsterblut mal wieder. I fell down a hole, now I can't get up. Go on without me. Wait, ghosts can fly, can't they? Oh well. Und weg ist der. Hier ist auch nichts. Nur hier ist etwas. Nämlich nochmal ein Vegetoid. Came out of the earth. Dinner. You pet your stomach. Eat your greens. Watch. Eigentlich könnte man Vegetoids benutzen, um sich ein bisschen wieder hoch zu pushen. Eat your greens. So. Aber bevor ich getroffen werde, mache ich mehr Mercy. Gut. Und mal wieder die beiden. Legen wir uns mal wieder hin.
Wow. Ein bisschen ausweichen den Käfern und allem. Dann können wir ihn sperren. Und was steht hier? The far door is not an exit. It simply marks a rotation in perspective. It's a switch. Press it. Yes, nothing happened. Genau, jetzt müssen wir uns hier die Switches merken. Also bei der Säule beim Eingang ist ein blauer Switch. Bei der Mittelsäule ist ein grüner Switch. Und da unten ist ein roter. So, Lux kommt mal wieder. So, die können wir sperren. Und hier ist ein roter, genau. Und hier steht, if you can read this, press the blue switch. Können wir machen. Magentroid came out of the earth. Jetzt können wir mal probieren, was passiert, wenn wir mit ihm reden. I don't care, part of a complete breakfast. Jo. Magentroid dinner. You pet your stomach, Magentroid offers a healthy meal. Eat your greens. Jo. Au. La la la, just be yourself. Gut. Und dich können wir auch sperren. Und 6 Gold. Also den blauen Switch, der liegt hier hinten. Versteckt diesmal. Weil sich ja der ganze Raum überdreht. So. If you can read this, press the red switch. Schade, ich glaube, ich habe das Rätsel übersprungen, wo man Toriel anrufen kann. Und sie danach fragen kann. Das ist jetzt blöd, aber ist halt so. It's a switch. Press it. Yes. You hear a clicking sound. Und wir werden wieder angegriffen. Small, small flirt. Slime sounds. Oh ja, explodierende Kugeln. Das ist auch wieder mal gemein. Hm, cha-cha-cha. So. Gut, ich kann euch dann mal zeigen, was passiert, wenn wir den falschen gedrückt hätten. If you can read this, press the green switch. Lockst du näher. Don't pick on. So. Oh, er beschießt uns mal mit solchen Kugeln. Ups. Egal. Also, der Switch macht einfach ein Loch auf und wir fallen nach unten. Und die machen einfach nichts. Also ja, jetzt ist der Raum halt gedreht. Jetzt ist hier der Schalter, der vorher da vorne war. Den sehen wir jetzt nicht, weil er halt hinter der Säule ist. Hier sehen wir jetzt alle Schalter wieder, weil das einfach der Raum da oben, der erste Raum, doppelt gespiegelt ist. Ah, da ist Lux wieder. Weichen wir wie immer aus. Und sperren ihn. So, das heißt, wir müssen hier den grünen drücken. Der war an der Säule versteckt. Und wir werden wieder angegriffen von Lux. Finally someone get it. So. Damit haben wir das auch erledigt. Wir können jetzt hier oben lang oder kurz hier lang gehen. Ribbit, ribbit. Just between you and me. I saw Toriel come out of here just a little while ago. She was carrying some groceries. I didn't ask what they were for. We are all too intimidated to talk to her. Ja. Ah, aber sie hat was verloren. Und das hier sind die Ruinen. Der Monster. Home heißen sie. You found a toy knife. Item.
Toy Knife, Info. Toy Knife Weapon 83, made of plastic, a rarity nowadays. Ja, gut. Das heißt, wir können jetzt hier nach oben gehen. Oh dear, that took longer than I thought it would. Und Tori ruft uns an und sieht, dass wir da stehen. How did you get here, my child? Are you hurt? There, there, I will heal you. I should not have left you alone for so long. It was irresponsible to try to surprise you like this. Well, I suppose I cannot hide it any longer. Come on, small one. Seeing such a cute tidy house in the ruins gives you determination. Jo, speichern wir mal wieder. Das da oben können wir leider nicht lesen. Do you smell it? Surprise! It's a butterscotch cinnamon pie. Ja, jetzt hat sie Butterscotch und Cinnamon in ihre Torte gemischt. I thought we might celebrate your arrival. I want to have a nice time living here. So I will hold off on snail pie for tonight. Here, I have another surprise for you. Okay, folgen wir mal. This is it. A room of your own. I hope you like it. Oh. Wie niedlich, wie sie unseren Kopf streichelt. It's something burning. Make yourself at home. Gut, gucken wir uns mal um. You have seen this type of plant before, but do not know its name. Ja, hier hängt was an der Wand. Hier sind Lampen. Inside the drawer are flower seeds and some broken crayons. You have seen this type of plant before, but do not know its name. It's you. Ja, das ist ein Spiegel. Da sehen wir uns selber drin. Was für einen langen Hals wir haben, was vor allem hier im Spiegel ganz gut auffällt. Room under renovations. Mhm. It's just a regular old bucket of snails. Ja, ein Schneckeneimer. It's Toriel's diary. Read the second passage. Ja, wir sind mal so frech. You read the passage. Why did the skeleton want a friend? Because she was feeling bonely. Ja, Toriel's Knochenjokes. The rest of the page is filled with jokes of a similar caliber. Toriel's small chair. Its name is Cherry. Jo. Definitely bigger than a twin-sized bed. Ja, das ist ein queen-sized bed. It's an encyclopedia of subterranean plants. You open to the middle. Typha. A group of wetland flowering plants with brown oblong seed pods. No more commonly as water sausages. Ja, Wasserwürste. You peek inside. Scandalous. It's Toriel's sock drawer. Trägt sie überhaupt Socken? Ah, the cactus. Truly the most sundere of plants. Ja, mit ein paar sundere Witzen werden wir uns ja auch noch abgeben müssen. Außer dem Kaktus jetzt. Gucken wir uns mal unser Zimmer an. Look at these cool toys. They don't interest you at all. Ja, sehr nett. Im Schrank ist nichts. An empty photo frame. It's really dusty. Hat wohl lang keiner mehr angefasst. A box of kids' shoes in a disparity of sizes. Ein Haufen Kinderschuhe und... Wir können das Licht ausmachen, dadurch ändert sich der Sound. Aber bei dem schläft man ein. Gut, da als nächstes... These books are worn. They must have been read many times. Gucken wir uns mal im Keller um. I think you should play upstairs instead. Mhm. Okay. Inside is an old calendar from the beginning of 2010 and X. Ich hoffe, ich spreche das so richtig aus. The ends of the tools have been filed down to make them safer. Ja, einfach mal die Spitzen abgefeilt, dass es sicherer wird. It's a history book. Here's a random page. Trapped behind the barrier and fearful of further
further human attacks, we retreated. Far, far into the earth we walked until we reached the cavern's end. This was our new home, which we named Home. As great as our king is, he is pretty lousy at names. Ja, das habe ich vorhin schon erwähnt, dass diese Ruinenstadt hier Home genannt wird. The fire isn't burning hot, just pleasantly warm. You could put your hand inside. Ja, gucken wir uns mal die Küche an. For some reason, there is a brand named Chocolate Bar in the fridge. Also eine Markenschokolade. Falsche Schleichwerbung. There is some white fuel stuck in the drain. Ja, weißes Fell, woher wohl? Inside the cupboard are cookie cutters for gingerbread monsters. Ja, wer hätte sowas nicht gerne? Teigausstecher, um Gingerbread Monsters zu machen. What a nice smell, too hot to eat, though. The stovetop is very clean. Tori must use fire magic instead. So wie bei Flowey, wo sie Feuermagie benutzt hat. So, dann reden wir mal mit Tori. Hello there, little one. The pie has not cooled down yet. Perhaps you should take a nap. Ja, machen wir mal. Sweet dreams. You rather stay up and chat with me then? I want to know how glad I am to have someone here. There are so many old books I want to share. I want to show you my favorite bug hunting spot. I've also prepared a circulum for your education. This may come as a surprise to you, but I have always wanted to be a teacher. Actually, perhaps that isn't very surprising. Still, I'm glad to have you living here. Oh, did you want something? What is it? When can I go home? Nothing. Well, talk to me again if you need anything. Oh, hello. Did you want to hear about the books I'm reading? It's called 72 Uses for Snails. How about it? Sure. Here is an exciting snail fact. Did you know that snails make terrible shoelaces? Interesting. Yeah. Well, bother me if you need anything else. What is it? Nothing. If you need anything, just ask. Okay, dann legen wir uns mal hin. Licht aus, schlafen legen. Und wir finden ein Slice of Butterscotch Pie und wir haben fast draufgetreten. Also machen wir das Licht wieder an. Butterscotch Pie Info. Butterscotch Pie All HP. Butterscotch Cinnamon Pie One Slice. Ja, dieser Gegenstand ist sehr, sehr wichtig. Den dürfen wir das ganze Spiel über bis zum Schluss nicht benutzen. Das nehme ich mal vorweg. Das werden wir dann aber noch sehen. So, dann reden wir mal wieder mit Toriel. Denn wir wollen ja weitergehen eigentlich. What is it? How to exit the ruins? I have to do something. Stay here. Warum läuft sie weg? Ich glaube, sie ist in den Keller runter. Toriel. You wish to know how to return home, do you not? Ahead of us lie the end of the ruins. One way exit to the west of the underground. I am going to destroy it. No one will ever be able to leave again. Now be a good child and go upstairs. Was? Nein, 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 nein. Du darfst den Ausgang nicht kaputt machen. Ich muss auch weitergehen. Every human that falls down here meets the same fate. Oh, sie guckt deprimiert. I've seen it again and again. They come. They leave. They die. You naive child. If you leave the ruins, they, Esco, will kill you. I'm only protecting you. Do you understand? Go to your room. Nein, ich will hier raus. Do not try to stop me. This is your final warning. Ja, sie hat gerade den Namen Esco erwähnt. Den solltet ihr euch auch merken. Der war auch schön rot unterlegt. Der kommt später nochmal vor. You want to leave so badly? Hm. You are just like the others. There's only one solution to this. Prove yourself. Prove to me you are strong enough to survive.
Und das ist unser erster Bossfight-Battle. Mit epischer Bossfight-Musik. Act. Toriel, check. Toriel, Attack 80, Defense 80. Those best for you. Ja. Au. Au. Flee. That's it, right? Go upstairs. Okay, dann gehe ich halt nach oben. Wenn sie so sehr will, dass ich hier bleibe, bleibe ich lieber hier. Bevor sie mich mit noch mehr Flammen bewirft. Und schlaf lieber noch eine Runde. Ist ja wahrscheinlich immer noch spät. Hans, please, wake up. You are the future of humans and monsters. Okay, wir hören Stimmen im Traum. Hans, please, wake up. You are the future of humans and monsters. Okay, dann lässt uns einer nicht schlafen. Also müssen wir es wohl doch mit Toriel aufnehmen. Und bevor wir es mit Toriel aufnehmen, speichern wir hier.